Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr auf der Home of eSports Seite euch einen Account anlegt und in diesem schauen wir uns an, wie ihr euch einloggen könnt und was ihr auf der neuen eSport Plattform alles so machen könnt. Und das machen wir jetzt gleich mal. Wir klicken hier unten auf Login oder hier oben kommt das gleiche raus. Und ihr seht hier, E-Mail und Passwort natürlich eingeben. Bei mir ist das jetzt schon vorausgewählt, könnte bei euch auch der Fall sein, wenn ihr das gespeichert habt. Einfach hier nochmal die E-Mail-Adresse und ja, das Passwort eingeben, mit dem ihr euch vorhin registriert habt. Jetzt auf Einloggen und nun kommen wir hier zu dieser tollen Übersichtsseite. Und wenn ihr das allererste Mal auf dieser Seite seid, habt ihr auch hier so ein kleines Tutorial, das hier aufploppt. Herzlich willkommen in Home of eSport. Und das klicken wir jetzt mal ein bisschen durch. Wir gehen hier mal auf Weiter. Und dann springt ihr hier zum Bereich Menü und Profil. Hier oben könnt ihr nämlich euer Profil verwalten, könnt nochmal Namen und solche Sachen ändern. Hier könnt ihr aber auch nochmal, hier sind nochmal alle möglichen Shortcuts zu diesen ganzen Punkten. Hier unten ist hier auch nochmal drin. Und ihr könnt euch natürlich hier auch ausloggen. Gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier bei der Team Area. Bei der Team Area könnt ihr euer Team verwalten. Ihr könnt ein neues Team anlegen. Ihr könnt hier, wenn ihr Manager seid, auch neue Spieler zu eurem Team einladen und natürlich Infos zu eurem Team ändern. Und ihr könnt auch noch anderen Teams hier suchen. Also ein sehr, sehr wichtiger Bereich für die ganzen Ligen, wo ihr als Team antretet. Und hier in der Mitte, ja, mit einem der wichtigsten Bereiche, der Sign-Up-Bereich. Hier könnt ihr euch dann mit eurem Team oder halt auch alleine für die Turniere anmelden. Hier könnt ihr euch eintragen. Und wichtig ist, dass ihr davor euren Account quasi verifiziert habt, dass da alle Verknüpfungen gemacht worden sind, auch bei euren ganzen Teammitgliedern. Also das solltet ihr vorher geklärt haben, bevor ihr bei dem Turnier euch eintragt. Und zu guter Letzt hier in dieser Rundfahrt hier, in diesem kleinen Guide hier, ist das FAQ. Und ja, da sind alle Fragen drin, die schon oft gestellt worden sind. Also wenn ihr da eine Frage habt, schaut erstmal da, ob die vielleicht schon jemand anders beantwortet habt. Und falls ihr eure Frage nicht dabei ist und ihr noch was wissen wollt, was jetzt auch in dem Video nicht erklärt worden ist, dann könnt ihr gerne den Support von A1 anschreiben. Die helfen euch sehr, sehr gerne und sind da auch sehr, sehr schnell. Dann sind wir hier auch schon durch mit diesem kleinen Tutorial. Aber wir haben ja noch ein paar Punkte, nämlich Coming Soon. Also hier kommt noch irgendwas, worauf wir uns noch freuen können. Also ich bin sehr gespannt. Und dann hier oben dieser Next Tournament Bereich. Hier wird immer angezeigt auf diesem kleinen Fernseher, auf dieser kleinen Bühne, welches Event als nächstes ansteht. Also hier könnt ihr auch mal gucken, was ist denn so im Gange. Also das könnt ihr so auch als Info hier nehmen in diesem Bereich hier. Und zu guter Letzt gibt es noch diese Battle Arena. Und das ist dann relevant, falls ihr gerade in einem Turnier seid, falls das Turnier am Laufen ist und ihr euch schon eingetragen habt, könnt ihr dann hier das Bracket sehen, weil das ist nämlich hier ein direkter Link dann zu Tournament und hier könnt ihr dann auch sehen, gegen wen ihr spielt. Also diese ganzen Geschichten, die sind dann alle hier drunter versteckt. So, und jetzt habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um an den Turnieren teilzunehmen und ich würde sagen, wir sehen uns in der Arena.